Hier sitze ich bei Kaffee und Gebäck, ganz wie auf dem Videoband von vor einigen Jahren. Die gleichen Leute und fast die gleichen Fragen auf dem Geburtstag, wo wir jedes Jahr waren. Ich guck wen an, der guckt mich an, hat was gefragt, ich sag zurück nicht ganz, was ich sagen will. Und das Gesicht ist, was man überall hinhält, bis es hart wird und still. Und in meinem Kopf ist ein Astronaut, der durch das Dunkel treibt. Alle Töpfe, ab und zu in den Computer, darin vergeht die Zeit, hier nicht, soweit ich sehe, ist hier alles erstarrt. Erstarrte Fotos an der Wand, erstarrte Sachen im Regal, erstarrte Schuhe im Flur, erstarrte Worte auf dem Tisch, erstarrte Augen, gucken aus dem Spiegel zurück. Nur in meinem Kopf ist ein Astronaut, der durch das Dunkel treibt. Und von da, wo er gerade ist, schickt er einen Funkspruch und berichtet, wo er bleibt. Die Sittiche schimpfen, ich treibe Sport, ich geh spazieren, es ist alles am Ort. Ich habe Milz, ich habe Nieren, ich habe ein Herz, in dem es blutet, das bei Stillstand gerinnt. Das ist gut, das ist bei allen Leuten so. Und alles ist nur eine Übung fürs richtige Leben, wann auch immer das beginnt. Und in meinem Kopf ist ein Astronaut, der durch das Dunkel treibt. Und von da, wo er gerade ist, schickt er einen Funkspruch und berichtet, wo er bleibt. Ist unklare Gemengelage. Die Zukunft ist ein Knäuel von Möglichkeit. Ich bin es satt, die Vergangenheit ist streckenweise schön, aber sie findet nicht mehr statt. In meinen Händen geht sehr viel kaputt, in meinen Lungen ist Rauch.